UN-Prognose, ab Montag werden wir 8 Milliarden Menschen auf der Erde sein. Die UN schätzt, dass die 8 Milliarden Marke am 15. November erreicht wird. Dies ist mehr als dreimal so viele Menschen wie immer noch auf der Erde 1950. Ein Viertel der Weltbevölkerungsuhr der Deutschen Stiftung zählte am 31. Oktober 2011 7 Milliarden Menschen. Imago, Stock und Pippelt offiziell 7 Milliarden irdische Bürger wurden zu der Zeit in Südafrika geboren. Im nächsten Jahr dürfte die Bevölkerung von Imago, Stock und Pippel India-China überschreiten, derzeit 1,4 Milliarden Einwohner. Imago, Hindustan Times. Deshalb funktioniert es. Nach den Worten von Rachel Snow aus dem UN-Bevölkerungsfonds hat sich das Bevölkerungswachstum in den frühen 1960er Jahren gemäss einer Spitze verlangsamt. Wenn die Weltbevölkerung zwischen 1962 und 1965 jährlich um 2,1% wuchs, sank das Wachstum im Jahr 2000 auf weniger als 1%. Aufgrund der sinkenden Geburtenrate könnte die Wachstumsrate bis 2050 auf rund 0,5% fallen. 10,4 Milliarden bis 2080. Mit der Einbeziehung von der zunehmenden Lebenserwartung und der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter prognostiziert die UN 2030 auf 8,5 Milliarden, 8,5 Milliarden, 9,7 Milliarden im Jahr 2050 und einen Höhepunkt von rund 10, 4 Milliarden rund 2080. Andere Experten berechnen verschiedene Zahlen. Das US-amerikanische Institut für Gesundheitsmessung und Bewertung wurde in einer vor zwei Jahren veröffentlichten Studie vorhergesagt, dass die APEX bis 2064 erreichen wird und unter 10 Milliarden liegen würde. Der Grund sind andere Annahmen für die Geburtenrate. Im Jahr 2021 erhielt jede Frau nach UN-Statistik im Laufe ihres Lebens 2,3 Kinder. Bis 2050 sollte die Rate auf 2,1 fallen. Bald ist jede sechste Person über 65. Ein wichtiger Faktor für das Bevölkerungswachstum ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Das steigt stetig an, von 63,8 Jahren im Jahr 1990 auf 72,8 Jahre im Jahr 2019. Bis 2050 erwartet die UN eine durchschnittliche Lebenserwartung von 77,2 Jahren. In Kombination mit der fallenden Geburtenrate führt es dazu, dass der Anteil der Menschen über 65 Jahre in der Gesamtbevölkerung zunimmt. Der Anteil beträgt derzeit 10%. Es sollte bis 2050 auf 16% steigen. Infolgedessen steigt die Belastung der staatlichen Rentensysteme und die Notwendigkeit einer geriatrischen Versorgung wächst und weniger junge Arbeitnehmer sind verfügbar. 8 Staaten setzen die Hälfte des Anstiegs. Es gibt grosse Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung zwischen den Weltregionen. Die UN erwartet, dass bis 2050 mehr als die Hälfte des Bevölkerungswachstums allein in die 8 Länder Indiens, Nigerias, Ägypten, die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Pakistan, Philippinen und Tansania. Das Durchschnittsalter in verschiedenen Regionen ist ebenfalls so gross als je zuvor. Im Moment sind sie in Europa 41,7 Jahre, während in afrikanischen Ländern südlich der Sahara mit 17,6 Jahren. Indien überholt China. Die beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt, China und Indien, werden laut UN-Prognose wahrscheinlich im nächsten Jahr Orte auf dem Podium ersetzen. Die Gesamtbevölkerung Indiens wird im Jahr 2023 auf rund 1,4 Milliarden und bis 2050 auf 1,7 Milliarden wachsen. Nach der Prognose wird die chinesische Bevölkerung bis 2050 auf 1,3 Milliarden zurückreichen. Keine Neuigkeiten mehr mit dem täglichen Update, sie bleiben über ihre Lieblingsthemen informiert und verpassen keine Neuigkeiten mehr über die aktuellen Weltveranstaltungen. Holen Sie sich kurz und nur jeden Tag das Wichtigste in Ihrem Mailbox.